In Ich einfach unverbesserlich wurde aus Gru, dem Superbösen, ein Superdad. In Ich einfach unverbesserlich 2 ist nun der Alltag eingekehrt. Ich weiß, wieso du ein Junge bist. Und wieso? Weil du keine Haare hast. Manchmal stelle ich mir vor, wie ein Küken schwupps rausschlüpft. Werden nie älter. Auch wenn Gru ein Genie mit tadellosem Schurkenruf ist, muss er als Vater manchmal Dinge tun, auf die er gut verzichten könnte. Dann kommt die Feenprinzessin vorbei? Sie kommt ja der Sekunde. Die folgenden Szenen sind für Väter nicht geeignet. Ihnen wird empfohlen, nun bitte den Raum zu verlassen. Ich bin es, Gru Zinkerbell. Ich bin die zauberhafteste Fettprinzessin von allen. Warum bist du so fett? Tja, weil mein Haus komplett aus Süßigkeiten ist. Und weil ich manchmal eher esse, anstatt mich mit meinen Problemen zu befassen. Auch wenn Gru seine Töchter über alles liebt, manchmal muss man hart bleiben. Wem schreibst du da? Ich schreibe an Avery. Was für ein Name ist das? Für Mädchen oder für Jungen? Ist das wichtig? Nein, nein, ist nicht wichtig. Außer es geht um einen Jungen. Doch seine älteste Tochter hat scheinbar andere Pläne. Was geht hier vor sich? Oh, Gru, se llama Antonio. Me llamo Mago. Me llama Lama Ding Dong. Wen interessiert's? Gehen wir los. Gru würde es lieber mit dem größten Bösewicht der Welt aufnehmen, als zu akzeptieren, dass seine Tochter einen Freund... Ach, ich krieg's nicht raus. Hey, was ist los? Ich hasse Jungs. Ja, die sind das Letzte. Ich einfach unverbesserlich 2. Ab 4. Juli im Kino.